Hast du schon mal live gesehen, wie aus einer Raupe ein Schmetterling wird? Dann schau jetzt ganz genau hin, denn unsere Raupen sind ready, um sich zu verpuppen und haben sich bereits an der Decke festgemacht. Die Verpuppung beginnt in dieser Position mit einer Anschwellung unterhalb des Kopfes und es sieht nach nicht viel aus, doch wenn man genau hinschaut, arbeitet die Raupe unter ihrer Haut deutlich. Und dann geht es auch richtig schnell. Sie schält sich aus ihrer Haut, hier könnt ihr den früheren Kopf und den Rest ihrer Haut sehen. Durch Drehungen schiebt sie dann ihre alte Haut nach oben von sich weg. Creepy und wunderschön zugleich. Und damit sind unsere Raupen offiziell verpuppt. Das härtet jetzt aus und schon bald schriften hier hoffentlich wunderschöne Schmetterlinge.